Moment angekommen. Wir können uns im heutigen Video noch einmal um die besten Filme des vergangenen Jahres kümmern. Wobei, bevor ich in die Liste starte, möchte ich noch eines ganz klar festhalten. Die Liste, die ich euch jetzt in den nächsten Minuten präsentiere, ist, abgesehen davon, dass sie wirklich meine persönliche Meinung widerspiegelt und auf keinen Fall sagen soll, dass ein Film wirklich der beste ist, der vergangenes Jahr produziert wurde. Außerdem möchte ich noch erwähnen, dass ich alles andere als ein Fan von gepflegten und hochqualitativen Arthouse-Kino bin und mich dann ehrlich gesagt im Mainstream und Blockbuster und oftmals auch Trash-Bereich viel wohler fühle. Das heißt, meine Liste wird sich wahrscheinlich von der Liste von echten Filmkritikern extrem unterscheiden, weil für mich einfach das Hauptkriterium, um auf die Liste zu kommen, nicht war, ist der Film jetzt wirklich der beste Film des vergangenen Jahres, sondern war es der Film, der mich persönlich am meisten unterhalten hat. Außerdem muss ich noch erwähnen, dass ich natürlich nie die Möglichkeit hatte, alle Filme zu schauen, die vergangenes Jahr rausgekommen sind. Ich habe für euch eine kleine Liste vorbereitet. Den habe ich nicht gesehen. Mit jetzt so Filmen, die ich mir eigentlich rausgeschrieben hätte, um Reviews zu machen, habt ihr noch ein paar Stunden Zeit? Ich weiß nicht. Denke mir, das kann dauern. Wenn man das sieht, habe ich irgendwie das Gefühl, ich habe letztes Jahr gar keinen Film geschaut. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall könnte sich natürlich die Liste, wenn ich einen von diesen Kandidaten sehe, man merkt wahrscheinlich, dass das nicht nur Filme sind, die mögliche Kandidaten sind für die Top 10 Liste des Jahres, weil ich mache es immer so, ich schaue mir die Monats-VÖ-Listen raus und versuche mir wirklich die Filme zusammenzuschreiben, die mich persönlich besonders interessieren und wo ich auch das Gefühl habe, dass sie entweder auf die Top 10 oder auf die Flop 10 Liste wandern könnten, und schreibe mir die zusammen, dass ich die auf keinen Fall für Reviews übersehe. Aber wir merken, ich hatte wirklich großen Erfolg damit vergangenes Jahr. Ich glaube, wir können das dann auch langsam lassen. Anyways, es gibt wirklich eine Menge Filme, die ich vergangenes Jahr nicht gesehen habe. Besonders leid tut's mir um Sachen wie Argo oder Only God Forgives, Ich einfach unverbesserlich 2, wo ich schon die Chance grundsätzlich gesehen hätte, dass die Filme bei mir auf die Top 10 kommen. Natürlich kann es immer noch sein, wenn ich jetzt in Kürze dazu komme, mir die Filme wirklich anzuschauen, dass ich dann noch Reviews dazu mache, nachträglich auf die Liste schreiben, geht halt nicht mehr. Deswegen nach einer ganz dezenten 3 Minuten langen Anfangsrede noch einmal zusammengefasst, eine Momentaufnahme, meine persönliche Meinung, die Liste kann mehr oder weniger in 1-2 Monaten schon wieder etwas anders aussehen. Ich weiß noch, wie ich mir jetzt die Top 10 Liste von 2012 noch einmal angeschaut habe und mir dann echt gedacht habe, wow, das hast du auf die Liste geschrieben, unfasslich. Aber trotzdem möchte ich euch jetzt einmal meine aktuelle Auswahl der Top 10 besten Filme des Kinojahrs 2013 präsentieren. Und bevor wir in die Liste starten, noch eine letzte Anmerkung. Ich sehe mich als Heimkinokritiker. Das heißt, alle Filme, die vergangenes Jahr zwar im Kino gelaufen sind, aber noch nicht auf DVD und Blu-ray erschienen sind, zählen nicht zur Liste. Was für mich ganz besonders schade ist, weil ich dadurch für mich fixe Kandidaten wie The Conjuring oder The World's End letztendlich disqualifizieren musste, weil die im deutschsprachigen Raum nur im Jänner auf DVD und Blu-ray erschienen sind. Das heißt, die zählen für mich dann quasi zur Top 10 2014 Liste. Vergangenes Jahr habe ich etwas geschummelt und ich glaube Expendables 2 und The Raid auf die Liste geschrieben, obwohl die erst im Jänner erschienen sind. Aber heuer wollte ich es wirklich 100% legit machen. Deswegen starten wir mal rein. Platz 10, Star Trek Into Darkness. Ich weiß, Star Trek Into Darkness war für viele wesentlich schwächer als der erste Star Trek Film von J.J. Abrams, und da gebe ich euch grundsätzlich recht. Für mich war der Film auch jetzt keine perfekte Filmerfahrung, aber das ist grundsätzlich kaum ein Film, der wirklich auf der Liste gelandet ist. Der Film hat ein paar Schwächen. Ich fand es zum Beispiel relativ unnötig, warum man die klassische Khan
Rede aus der Zorn des Khan quasi 1:1 fast übernehmen musste in dem Remake. Das fand ich ehrlich gesagt wirklich unnötig. Sonst hat es J.J. Abrams aber wirklich geschafft, ein visuell bestechendes Werk abzuliefern. Außerdem einen großartigen Benedict Cumberbatch als Bösewicht zu inszenieren und damit für mich eine wirklich effektgeladene, wuchtige und interessante Filmerfahrung zu liefern. Platz 9. Sollte in Deckung gehen. Man of Steel! Ich weiß, als ich damals gesagt habe, für mich ist Man of Steel ein wahnsinnig cooler Film und sicher einer der besten Blockbuster, die ich seit Ewigkeiten gesehen habe, war das Feedback irgendwie interessant. Ich erinnere mich noch an den Facebook-Post, wo ich einfach nur geschrieben habe, unfassbar, wie gut mir ein Blockbuster gefallen hat. Ratet einmal, welcher es ist. Und es hat wirklich lang gedauert, bis irgendjemand Man of Steel geraten hat. Ich glaube, der erste Kommentar war sogar, ich hätte mich nie getraut, Man of Steel zu posten. Aber natürlich, der Film ist wieder einer der klassischen unnötige Überlänge-Kandidaten aus Hollywood. Der Film hätte deutlich kürzer sein können. Henry Cavill als Superman ist möglicherweise nicht die schlechteste Wahl, die man treffen hätte können. Man könnte zum Beispiel Ben Affleck als Batman nehmen, aber lassen wir das einmal weg. Aber er war definitiv auch nicht der Beste und vielleicht jetzt nicht so ein Leading Character, der einen Film ganz alleine wirklich tragen kann. Was Man of Steel allerdings für mich tragen konnte, waren die bombastischen Special Effects, waren die großartigen, elendslangen Kampfszenen teilweise und auch wenn man sich natürlich über die Sinnhaftigkeit dessen lustig machen kann, dass das Militär 40 Mal auf General Zod's Armee schießt und merkt, es bringt nichts und dann trotzdem einfach weiterballert, weil wenn die 40. Rakete nichts bringt, die 41. ist es dann sicher. Genauso wie sich Zod und Superman am Ende in dem Kampf durch 500 gefühlte Hochhäuser prügeln und irgendwann einmal vielleicht draufkommen könnten, die Strategie könnten wir überarbeiten. Vielleicht irgendeine Reference dann zu dem PS4-Spiel Knack einbringen, ich weiß es nicht. Trotzdem, der Film war alles andere als perfekt und ich muss jetzt eben wirklich klarstellen, sicher keiner der besten Filme des vergangenen Jahres, für mich aber trotzdem einer der Filme, bei dem ich mich am meisten unterhalten habe und damit für mich persönlich schon definitiv ein Kandidat bzw. eine Platzierung auf Rang 9 der besten Filme des vergangenen Jahres. Platz 8, John Dies at the End. Don Coscarelli liefert mit John Dies at the End einen wirklich unterhaltsamen Streifen. Ursprünglich hatte ich ehrlich gesagt mit mir gerungen, soll ich John Dies at the End oder The World's End auf die Liste schreiben oder beide, was dann sich natürlich durch die Disqualifizierung von The World's End relativ klar erledigt hat. Aber beide Filme waren für mich wirklich sehr, sehr unterhaltsame Streifen, vor allem, weil beide Filme von Leuten gemacht wurden, wo man einfach weiß, sie kennen das Genre, in dem sie arbeiten. Sie wissen genau, was sie parodieren. Sie wissen genau, wie sie es parodieren und es ist einfach extrem unterhaltsam. John Dies at the End bietet so viele, teilweise klitzekleine References zu anderen Filmen. Alleine dieses Wurstmonster, das sich da aus dem Tiefkühler zusammensetzt, fand ich absolut großartig. Eine wirklich interessante Story, auch wenn das Ganze dann gegen Ende ziemlich absurd wurde, muss ich einfach zugeben, ich habe mich großartig unterhalten bei John Dies at the End. Einer der wenigen Filme, die ich mir im vergangenen Jahr nicht nur einmal, sondern sogar öfter angeschaut habe. Und deswegen auf jeden Fall für mich einer der unterhaltsamsten Filme des letzten Jahres. Platz 7, The Place Beyond the Pines. Ein Film, ehrlich gesagt, den ich gar nicht auf meinem Radar gehabt hätte, wenn ich ihn dann doch eben mehr der Schiene Arthouse-Kino zugeschrieben hätte, die mich persönlich jetzt weniger begeistert, und ich muss eben zugeben, sogar Filme wie Drive, die hochgelobt wurden, landeten bei mir dann letztendlich nie in der engeren Auswahl, weil ich damit nicht ganz so viel anfangen kann, wie ich es vielleicht sollte oder wollte. Ryan Gosling ist auf jeden Fall trotzdem ein sehr cooler Schauspieler und muss zugeben, The Place Beyond the Pines hatte mich
schon auf seiner Seite bei der allerersten Kamerafahrt, die Ryan Gosling wirklich von seinem Wohnwagen bis hin ans Stuntset begleitet hat. Eine wirklich sehr, sehr coole Szene und vor allem das erste Drittel des Films mit Ryan Gosling ist absolut fantastisch. In den beiden anderen, wie man sagen könnte, Episoden lässt der Film, finde ich, kontinuierlich immer weiter nach. Das Ende fand ich dann sogar ein bisschen enttäuschend, aber trotzdem bleibt im Endeffekt ein Film, den ich so schnell nicht vergessen werde, der seine Wirkung definitiv nicht verfehlt hat und der daher für mich auf jeden Fall einer der einflussreichsten / besten Filme des vergangenen Jahres war. Platz 6, Skyfall. Ein Film, mit dem wahrscheinlich niemand mehr gerechnet hat, weil die meisten ihn auf ihre Top 10 2012 Liste geschrieben haben. Da ich mir den Film allerdings erst anschauen konnte, wie es ihn eben auf Blu-ray gab und da er Anfang 2013 erst auf Blu-ray erschienen ist, zählt er für mich zu der Liste und ist wirklich ein wahnsinnig cooler Film. Und ich muss zugeben, auch wenn einige anfangs sehr über Daniel Craig als James Bond gelästert haben, auch wenn für mich persönlich nichts über Sean Connery und Pierce Brosnan als James Bond geht, haben die neuen Daniel Craig Bond Filme doch auf jeden Fall was für sich. Sie sind auf jeden Fall ernstere Actionfilme, sie haben auf jeden Fall einen wesentlich realistischeren Anstrich und Javier Bardem als Bösewicht war einfach nur großartig. Diese lange Rede über Kanalratten, die er da geführt hat, war wirklich, wirklich spannend. Und vor allem, der Film an sich hatte Spannung, hatte Action, war großartig gemacht und meiner Meinung nach verdient, zumindest jetzt etwas verspätet, auf meiner Liste der, nennen wir es 10 Filme, die man auf jeden Fall gesehen haben sollte. Platz 5. Iron Man 3, mein persönlicher Blockbuster des Jahres 2013, ein großartig unterhaltsamer Film, der einerseits davon lebt, dass Shane Black großartige Dialoge schreibt und andererseits davon, dass Robert Downey Jr. diese Dialoge noch dazu großartig von sich gibt. Man kann sagen, teilweise eine One-Liner-Parade, ein Effektfeuerwerk, großartige Kampfszenen, großartige Actionszenen, zu keiner Zeit wirklich langweilig. Natürlich, er leidet ab und zu ein bisschen unter der Blockbuster-Cities, dass einige Sachen mäßig Sinn ergeben, aber mit Robert Downey Jr., mit einem fantastischen Ben Kingsley, mit einem coolen Guy Pearce als Bösewicht, hatte der Film wirklich genug, um mich seine ganze Laufzeit über bei der Stange zu halten und vor allem wirklich unterhalten zu haben, und damit hat er sich, finde ich, die Aufnahme in die Top 5 des Jahres definitiv verdient. Platz 4, Django Unchained. Quentin Tarantino musste natürlich irgendwie auf die Liste kommen, auch wenn ich jetzt persönlich zugeben muss, dass Django Unchained nicht mein persönlicher Lieblings-Tarantino ist. Pulp Fiction natürlich ist ein ganz anderes Kaliber an Film, aber was mich bei Tarantino immer wieder so begeistert ist, mit was für einer Detailverliebtheit er an seine Projekte herangeht und vor allem, wie er es schafft, gleichzeitig eine Hommage zu liefern, gleichzeitig zu einem gewissen Grad eine Satire zu liefern und das alles trotzdem in eine Geschichte zu verpacken, die Sinn ergibt, in Charaktere zu transformieren, die Sinn ergeben und die vor allem eine eigene Persönlichkeit habe, im Gegensatz zu den ganzen Spoof-Movies, wo mehr oder weniger jemand den Bart von Zach Galifianakis aufgeklebt bekommt und wohin fällt und das ist dann lustig, weil Alan war dumm und der Typ ist dumm. Da geht dann Tarantino doch relativ cleverer vor, könnte man sagen. Django Unchained ist zwar ein Film, wo ich mir gedacht habe, 165 Minuten mussten nicht unbedingt sein. Ein Film, der ab und zu dann doch die ein oder andere Länge hatte, aber der dann von den Performances von ganz besonders Christoph Waltz und Leonardo DiCaprio gelebt hat, wo auch Samuel L. Jackson, Kerry Washington und Jamie Foxx wirklich toll waren. Ein Film, der einfach von vorne bis hinten gestimmt hat. Was mich bei dem Film am meisten verwundert hat, war die Filmmusik, weil sogar Ennio Morricone gemeint hat, er hält von der Musik in Django Unchained herzlich wenig, weil Quentin Tarantino seiner Meinung nach einfach irgendwelche Lieder irgendwie verwendet. Und es stimmt, Tarantino hat eine sehr
eigenwillige Art, einen Soundtrack auszuwählen, aber gerade das macht's für mich so spannend. Die Szene allein, wo sie durch den Wald gehen und plötzlich spielt im Hintergrund Rap-Musik, die wirklich gar nicht in den Film passt, aber die dann doch meiner Meinung nach irgendwie die Szene ganz besonders akzentuiert und unterstreicht, weil sie eben so wenig passt, weil sie eben den Zuschauer dadurch auf sich aufmerksam macht und weil sie eben dadurch dafür sorgen kann, dass der Zuschauer auch in Szenen, wo jetzt möglicherweise gerade nicht ganz so viel passiert, wirklich bei der Stange bleibt. Und ganz ehrlich, Ennio Morricone, der in dem Film das eine Lied beigesteuert hat, wo ich tatsächlich den Ton leiser drehen musste, damit mir das Trommelfell nicht zerplatzt, lassen wir das. Platz 3, Universal Soldier Day of Reckoning. Und das ist eine Platzierung, die mir persönlich ganz besonders viel Freude macht. Universal Soldier Day of Reckoning ist einer der genialsten, besten und coolsten Actionfilme der letzten 10 Jahre. Ich habe diesen Film gefeiert wie selten einen anderen Actionfilm und muss zugeben, nach Regeneration war meine Erwartung an ein neues Universal Soldier Reboot ehrlich gesagt nicht wahnsinnig hoch und man muss auch sagen, storytechnisch ist dieses Universal Soldier / Total Recall Crossover dann vielleicht auch ein klitzekleines bisschen aus der Bahn gelaufen. Was einem der Film allerdings liefert, ist eine unendliche Parade an schnörkelloser, großartiger Action, fantastischer Inszenierung, einer der längsten Schießereien am Finale. Ein Film, der, finde ich, von seiner schnörkellosen, straight-to-the-point-Inszenierung für mich fast an Phantomkommando, meinen wahrscheinlich absoluten Lieblings-Action-Film aller Zeiten, herankommt. Wie dann am Ende Scott Adkins durch diese Gänge geht, erinnerte mich ein kleines bisschen auch an die Krankenhausszene von Hard Boiled. Ein wirklich, wirklich zutiefst unterhaltsamer, extrem harter Actionstreifen und einer, den man, finde ich, als Fan der klassischen B-Action-Movies einfach nur abfeiern kann. Platz 2, Seven Psychos. Es gibt wenig Regisseure, die einen Stil, den man ansatzweise mit Quentin Tarantino vergleichen kann, durchziehen können, ohne dabei zu wirken wie ein billiges Rip-Off. Robert Rodriguez, Guy Ritchie und ehrlich gesagt auch Martin McDonagh, weil sein Brügge sehen und sterben fand ich schon wahnsinnig unterhaltsam und Seven Psychos hat mich allerdings noch wesentlich mehr unterhalten als Brügge. Allein diese Anfangsunterhaltung zwischen den zwei Auftragskillern, die sich um das in Augen schießen unterhalten haben, hatte mich wirklich sofort gefesselt. Zwischendurch hatte der Film einfach nur großartige Charaktermomente, hauptsächlich natürlich zu verdanken Christopher Walken und ganz, ganz, ganz besonders Sam Rockwell, der in der Rolle des Billy einfach so wahnsinnig abgedreht und so einfach nur wahnsinnig, wahnsinnig war, dass er den Film mehr oder weniger alleine tragen konnte und für einen Brüller nach dem anderen gesorgt hat. Ich erinnere mich nur an ein großartiges, unterhaltsames Finale. Ich erinnere mich an eine so dermaßen abgedrehte Friedhof-Schießerei-Szene, dass ich einfach teilweise aus dem Staunen und aus dem Grinsen nicht herausgekommen bin. Definitiv einer der coolsten, skurrilen Gangsterfilme, die ich seit Ewigkeiten gesehen habe. Ein unberechenbares Stück Film und damit einer, der mich im vergangenen Jahr definitiv am meisten unterhalten hat. Und in Sachen Unterhaltungswert finde ich nur von einem Film wirklich noch überboten wurde. Und das ist jetzt wahrscheinlich wieder eine Platzierung, mit der die wenigsten rechnen würden. Platz 1, Cloud Atlas. Für mich einfach das größte cinematografische Achievement, das ich im vergangenen Jahr gesehen habe. Die Wachowskis und Tom Tykwer haben ein fantastisches, großartiges Projekt auf die Beine gestellt. Was mich ganz besonders begeistert hat bei dem Film war, wie die immer gleichen Schauspieler in verschiedenen Zeitepochen in verschiedene Rollen geschlüpft sind, wie der Film nahtlos und ohne einen auch nur ein einziges Mal ansatzweise irgendwie unnötig zu verwirren oder Sachen unnötig kompliziert zu machen, von einer Geschichte in die nächste befördert hat, wie es einfach geschafft hat, eine spannende und interessante Szene an die nächste zu reihen, wie es wirklich geschafft hat, trotz einer langen Laufzeit keine Sekunde Langeweile, keine Sekunde Leerlauf zu bieten, sondern in jeder
in jeder von diesen ganzen Epochen Charaktere und Szenarien zu schaffen, die den Zuschauer interessiert haben. Ich hatte das ehrlich gesagt sehr, sehr selten bei einem Episodenfilm, dass ich mich wirklich gefreut habe, wenn die Szene gewechselt hat und man zum Beispiel wieder in dieses Irrenhaus-Szenario gekommen ist. Und ich mir einfach dachte, super, ich möchte unbedingt wissen, wie die Geschichte weitergeht. Und ein paar Minuten später schneidet man dann zurück in die Zukunft und da denkt man sich dann wieder, wow, super, ich möchte unbedingt wissen, wie die Geschichte weitergeht. Ein Film, der mich wirklich gefesselt hat, ein Film, der mich wirklich begeistert hat und deswegen für mich persönlich der beste und unterhaltsamste Film des Jahres 2013. Das war meine persönliche Auswahl. Ich erinnere noch einmal dran, Filme, die vergangenes Jahr zwar im Kino liefen, aber erst 2014 auf DVD und Blu-ray erscheinen, wie eben beispielsweise The World's End, The Conjuring, Gravity und so weiter, zählen zu meiner Liste nicht dazu. Das ist eben eine reine Heimkino-Top-10-Liste, meine aktuelle Meinung und natürlich auch etwas abhängig davon, dass ich einige Filme nicht gesehen habe im vergangenen Jahr. Es wird wahrscheinlich noch Reviews zu zahlreichen Filmen aus dem Jahr 2013 geben, wo es natürlich möglich ist, dass ich bei Argo dann letztendlich bereue, dass ich keine Zeit gehabt habe, im vergangenen Jahr zu sehen. Trotzdem, ich hoffe, euch hat meine Liste gefallen. Vielleicht habt ihr auch die ein oder andere Empfehlung mitgenommen von einem Film, den ihr euch auch anschauen möchtet. Was mich interessieren würde natürlich ist, was waren eure Highlights des vergangenen Jahres? Vielleicht gab es aus der Liste einige Filme, die ich nicht gesehen habe, die aber ihr gesehen habt, die ihr mir unbedingt empfehlen möchtet. Schreibt sie mir bitte in die Kommentare. Ich nehme eure Empfehlungen sehr, sehr gerne entgegen. Und möchte ehrlich gesagt zugeben, dass ich dieses Video nicht beenden möchte. Ich würde jetzt gerne einfach noch länger drüber reden, wie toll diese 10 Filme, über die wir jetzt gesprochen haben, waren, wie super die Filme sind, die ihr noch auf die Liste setzen möchtet, weil wenn ich jetzt die Kamera abdrehe und dann morgen wieder aufdrehe und morgen wieder hier sitze und mit euch über Filme rede, dann sind wir nicht mehr bei den Top 10 besten Filmen des Jahres. Ja. Ich wünsche euch einen wunderschönen Restabend. Freue mich auf eure Kommentare und Einsendungen. Und morgen sehen wir uns dann wieder mit den Flop 10, den schlechtesten Filmen des Jahres 2013. Yippie-yay, Schweinebacke.